Und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Dotek Xiu und ich will niemanden in die Gruppe einladen, ich will mich ausloggen. So, wir gucken einfach mal, von wem die E-Mail kommt und was darin geschrieben steht. Matsu. Was will Matsu auf einmal von uns? Herr Seo, danke für deine Hilfe am Mondbaum-Hauptquartier. Keine Sorge, ich bin kein Geist. Ich lebe noch und alles. Ich habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren, aber jetzt bin ich zurück in der echten Welt, ohne einen Kratzer. Ich habe wegen Sakaki getan, was getan werden musste. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Also, Herr Seo, es ist nichts Wichtiges, aber ich würde gern mit dir reden. Komm zu Dol Danners Chaos-Torplatz, wenn du Zeit hast. Matsu? Verstehe, es geht ihm also gut. Genau wie Zolkova es gesagt hat. Aber nichts von Pai oder Etterly. Verdammt, sie sind also wirklich. Nein, ich darf so nicht denken. Sie sind Epitaph-Nutzer. Sie sind nicht wie normale Spieler. Ich werde darauf vertrauen, dass es ihnen gut geht. Ja, ein bisschen, ne, Andy? Ich gehe jetzt erstmal sehen, was Matze will. Okay. Kuchen wir doch mal. Was möchte der gute Matsu? Anmelden. Hey, Aseo. Matsu, looks like you're doing well. One of my best traits is not worrying about things. I heard that Moontree's headquarters area was sealed off. Lots of members have left the guild or will leave soon. After getting caught up in an incident like that, a lot of them quit the world entirely. People's bonds are so fragile when it comes to the net, know what I mean? The Seven Council has basically been disbanded. I hear that Kaede is still sticking with Lord Zelkova, though. I wonder what Lord Zelkova plans to do with Moontree. Well, I don't really get the complicated parts. But I've decided to keep going with my training and keep my skills up, just in case it turns out I need him someday. So, I hope you'll invite me sometime. Later. Hey, wir bekommen immer wieder neue Freunde. Wir haben wieder mal Post erhalten. Ich will mich ausloggen und ich scroll immer das Falsche runter oder hoch. Ist das schrecklich. So, eine wichtige E-Mail. Erstmal, wir gucken, was Matsu so erzählt hier. Schätzt Vintage-Kleidung. BMVV R698. Altes Motorrad. Achso, ich wollte schon sagen, wir beide sind Kumpel. Yata. Befehle. Bei dem Ort, den Owen erwähnte, Megan Fee, handelt sich um eine besondere Art von verlorenem Grund. Daher gibt es keine Gebietswerte, mithilfe derer du dich dorthin teleportieren kannst. Du kannst dich jedoch von den Steinsäulen im folgenden Gebiet dort teleportieren. Bitte beeil dich. Verborgenes, verbotenes Schlachtfeld. Verlorener Grund Kolschebaja. Schlussendlich noch einige erfreuliche Neuigkeiten. Sowohl Pai als auch Etuli haben das Bewusstsein wiedererlangt. Sie befinden sich derzeit in Behandlung. Das alles. Etuli, Pai, es geht ihnen gut. Gott sei Dank. Novan, ich weiß immer noch nicht, was du dir dabei denkst. Aber wenn du sagst, du bist der wahre Triad, wirst du es büßen. Owen sagt, dass er in Megan Fee warten wird. Ich muss diese Steinsäulen in Kolschebaja suchen, um nach Megan Fee teleportieren zu können. Kolschebaja liegt auf verborgenem, verbotenem Schlachtfeld. Matsu hat ein feuriges Gemüt, aber das Herz am rechten Fleck. Dann machen wir uns mal auf dorthin.
I'll need to search those stone pillars in Kashtabajir in order to warp to Megan Fee where Ovan is. Kashtabajir is located in Theta Hidden Forbidden Battlefield. Jetzt habe ich voll vergessen, wo was das für Wörter waren. Hier kämpft was übrigens. Ach. Da. Da war's. Time to check out those pillars. Der Ort, an dem Alcade Picade wurde. In den Seiten befinden sich Einbuchtungen, in denen man etwas einsetzen könnte. No good. I don't have enough data seeds. Guess I'll head back to town. So viel dazu. Gut. Also Datenkeime erstmal neue finden. Ach, dumm. Na gut. Wieder mal E-Mails lesen. Oh Mann, wir lesen aber viele E-Mails heute. Ich drücke immer nach unten, ey. Wo ich eigentlich nach oben drücken muss. Goddammit, Menü. Untersuchung. Verkannte grundsätzliche Symphonie. Wir haben bestätigt, dass Eider-Signal aus diesem Gebiet kommen. Du solltest dort weitere Datenkeime sammeln können. Bitte untersuche das Gebiet unverzüglich. Ich werde ein Gebiet untersuchen, in dem Eider-Signale vorkommen. Ja. Das war schon klar. Mal gucken, welche Leute wir mitnehmen können. Wer gerade so online ist. Tilly und Pai werden ja untersucht, auf die werde ich wahrscheinlich nicht zählen können. Dann... ja, Atelier und Kuhn... Und Kuhn sagen schon, Atelier und Pai sind nicht da. Dann werden wir mal Endrans und Saku Bo mitnehmen. So, Teleportmenü, Lesezeichen, denn, zack. Wir holen jetzt die Waffen von den beiden mal langsam ab. Die sind ja auch freigeschaltet. So, und da haben wir schon mal Endrans seine Waffe. Level 83, macht nichts. Ist vollkommen in Ordnung. Kann ich das auch überspringen? Ja, kann ich sogar überspringen. Ist ja immer eigentlich dieselbe Animation. So. Verführungsabweiser. Auch ein interessanter Name. Er lässt sich also nicht verführen. Naja, egal. So, Saku ist Level 86, beziehungsweise Bo ebenfalls. Aber da haben sie es richtig gemacht. Wenn man Saku oder Bo einlädt in die Party, ist ja jeweils andere offline. Da haben sie es diesmal richtig gemacht. Wobei, nee, haben sie nicht. Was hat sich da für ein Quatsch? Es müssen ja beide online... Ach, egal. Lassen wir das. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Is it you? Yes. Let's go. If you're with me, I... Du hast verlockende Rose erhalten. Let's go. I'll never lose my way again. She is with me. So, direkt mal. Zaun ist. Wow, das geht hoch. So, wo haben wir Sakus Waffe? Das ist nicht. Das ist sie. 85, kein Problem. Sollten wir auch relativ flott bekommen.
So, wie heißt er hier wohl? Intrigenzerstörer. Auch ein interessanter Name. So. Er hält aber schon ein bisschen mehr aus. Beziehungsweise er hält nicht wirklich viel mehr aus. Er hat nur eine stärkere Verteidigung als die anderen. Er hat gedacht, er kann mich verarschen. Ich habe nämlich gedacht, er setzt eventuell einen Angriff ein. Deshalb habe ich abgewehrt, hat er nicht gemacht. Jetzt heilt er sich selber. Schwerttanz sollte jetzt eigentlich reichen. Ja, locker. Gut, die nächste Waffe gehört uns auch. Dann fehlt uns noch Kuhn und der letzte. What is this? This warmth. It's not Master Ren. Is it you, Bo? Try to hang on to your socks when you get a load of the new powered up me! Unendliche Spirale erhalten. Jetzt bin ich nach oben gescrollt. Goddammit. Ogerhimmel und eine Spirale. Zack. Wechselhauptwaffe. So, dann fehlt uns wirklich nur noch. Mal. Ja, Kuhn haben wir da. Das. Zur Stadt. Ja. Wenn wir schon dabei sind, dann holen wir jetzt auch nochmal eben. Wobei, nein, nein, machen wir nicht. Das machen wir dann mit dem letzten ebenfalls. So, das will ich jetzt mal nochmal ganz schnell zwischenspeichern. Speichern erfolgreich. So, und dann hoffen wir mal, dass wir die Datenkerne schnell bekommen. Verkannt, blub. Verkannt, blub. Verkannt grundsätzlich Symphony. So hieß das Ding. So. Like there's an Ida signal in this area. I'll find it and take it out. I've also got to go. So, Gegenstände. Wo haben wir es? Da haben wir die Feenkugel. Okay, das ist ziemlicher Kreisverkehr. Ich möchte auch langsam mal Geschwindigkeitsglücksbringer kaufen. Weil die gehen mir auch nämlich langsam aus. Ich kann mal kurz einen Blick dort runter. Da eventuell schon ein Eider-Signal zu sehen ist. Blick darunter werfen. Ich wollte eigentlich nicht gegen euch kämpfen, danke. Sehr gut. Okay, Saku hat ihren Spaß, glaube ich. Envrens sollte eigentlich keine Technik einsetzen. Er verspendet dadurch nur seine FP-Fertigkeitenpunkte. Davon ist noch nichts. Ja, ich habe mir gleich gedacht, dass da noch Gegner warten. Wir sollten sie jetzt erledigen. Ja, dann machen wir das doch mal, Saku. Und ich habe zwei gleichzeitig erwischt. Sehr gut. This is a piece of cake. Das könnte jetzt ein bisschen langweiliger werden. Da drüben. Nein, da drüben ist kein Eider-Signal. Dann brauchen wir da ja nicht weiter langlaufen. Wir können direkt in den Kreisverkehr. Hatte das hier mehrere Ebenen? Ja, hatte mehrere Ebenen. Okay. Ich hoffe, wir finden die nötigen Eider-Signale alle hier. Dass wir nicht immer wieder in andere Gebiete wechseln müssen. Das wäre nämlich ein bisschen nervig. Natürlich.
Natürlich. Meeresdreizack heißen die Viecher, okay. Ja, dann erstmal gehen, wie bereits erwähnt. Ja, genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen guten Abend. Bis dann und hoffentlich am Mittwoch. Man weiß ja nie, wie das mit dem Flüssiglaufen und so weiter funktioniert. Chaos, wie sieht es eigentlich mit Kingdom Hearts aus? Du bist ja mittlerweile wieder ein bisschen was in der Lage. Dass wir da auch langsam mal weitermachen. Wollte ich mal so zwischengefragt haben. Ja, das kommt. Oh, sind das viele. Komme ich an allen vorbei? Ja, habe ich geschafft. Wunderbar. So. Dann mal ein neuer Speed Charm. Da haben wir Speed. Ich habe nur noch 4 Speed Charms. Nicht gut. So, jetzt schnell hier durch. Wir haben es fast. Wir sind fast da. Es wäre halt cool, wenn man auf der Karte sehen könnte, wo so ein Eider-Signal ist. Sitzt, wie auch immer. So, die werden mich angreifen. Die sind sogar extra rausgekommen. Autsch. Ich will dich da runtergeholt haben. Hallo? Na endlich, Felder. Ich warte nur auf dich, Chaos. Ich warte einzig und allein auf dich, dass du sagst, yo, lass mal wieder bei mir funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie du mit dem Gamepad rumhantierst, wenn du Kingdom Hearts spielst. Ob du da viel mit der Schulter arbeitest oder nicht. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass das wieder funktioniert. Dann können wir uns morgen dran setzen. Gegenstände. Feenkugel. Wo ist die Feenkugel? Da ist die Feenkugel. Dann wird es hier nur ein Eider-Signal anscheinend geben. Und das wird hier irgendwo sein. Ja, shit. Dann gehe ich halt stark davon aus, dass wir es dann auch morgen wieder mit Paper Mario machen können. Also, dass es da weitergeht. Weil viel fehlt uns bei Kingdom Hearts ja nicht mehr. So, haben wir das Eider-Dings da drüben? Nein, sieht nicht so aus. Gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Wo will ich jetzt lang? Ich möchte oben lang. Und dann landen wir nämlich in der Sackgasse. Ich habe jetzt nicht sehen können, ob da irgendwas war. Der Chaos, ich weiß doch nicht, wie es deinen Arm geht und ob du damit Kingdom Hearts spielen kannst. Bei GTA 5 letztens meintest du ja so viel wie, dass du nicht hier wirklich. Dass du nicht wirklich. Mein Headset ist gerade abgeschmiert, Entschuldigung. Bei GTA 5 letztens meintest du, dass du nicht wirklich mit einem Gamepad hantieren könntest schon. Da habe ich halt drauf gewartet, dass du mir sagst, yo, jetzt funktioniert's wieder, wunderbar. Come on, I'm not even warmed up.
Willst du denn erzählen, was du als zweites Projekt so machst, oder willst du da das eher abschweigen? Ich würde dich so oder so nerven mit der Frage, weil ich niggelig bin. Für alle, die es nicht wissen, was das heißt. Niggelig bedeutet neugierig. Könnte da drüben ein Eider-Signal sein? Könnte es nicht? Nein. Dann müssen wir durchgehen bis zur Beast-Statue. Und einen weiteren Speed-Charm nehme ich jetzt nicht mit. Ich habe nicht mehr so viele. Hätte ich einen Speed-Charm genutzt, dann wäre ich wahrscheinlich sogar durchgekommen. Disaster Sword. Sword, nicht Sword. Das W spricht man nicht aus. Aber dann... Dann levelt Sakubo jedenfalls ein bisschen mit. So. Wir haben seit deinem Unfall nicht mehr über Kingdom Hearts gesprochen, Chaos. Deshalb verwirrst du mich. Ida confirmed. Legend of Zelda Ocarina of Time 100%. Das kann spannend werden. Och, nicht schon wieder du, ey. Also langsam wird's witzlos. Autsch. Ich mach dich doch eh fertig, also. Streng dich gar nicht erst an. Hui. Also wie gesagt, Kingdom Hearts habe ich seit deinem Armunfall nicht mehr angesprochen. Dementsprechend weiß ich jetzt gerade nicht ganz so, wie du das meinst. Autsch. Oh, lasst mich in Ruhe. Als ob mich das treffen würde. Aber das wird dich treffen. Und Jungs. Diesmal stellen wir uns viel besser an als beim letzten Mal gegen das Mega-Loser-Dean. Habe ich jetzt sämtliche Angriffe dadurch negiert, dass ich das Loser-Dean angegriffen habe? Es sollte ab 14 Uhr eigentlich bei mir gehen. So viel zum Thema, wir stellen uns besser an. Also wie gesagt, du kannst dann so gegen 14 Uhr mit mir rechnen. Ja, ist in Ordnung. Dieser Kampf ist irgendwie merkwürdig, oder? Ocarina of Time habe ich nie 100% gespielt. Warum? Es gibt da so ein Angelspiel! Was mich immer aufgeregt hat, den fettesten Fisch zu angeln. Und ich so, nein. Viel Spaß mit dem Vieh. Jetzt, Moment, Ausrüstung. Ich wollte mal was gucken. Wir haben ja vorhin was... Ach so, das... Bob war das, okay. Ich habe kleine Bäuerchen gerade. So. Hi, you're okay now? Yes, I'm fine. Haseo, I have some new data seeds that I got from Master Yoda. That's Kaimo. They are the data seeds that Master Yoda extracted from the data you brought him earlier. This should give me enough data seeds. Now I can get to Megan Fee from Kashta Bajor. So, you're going to see Ovan again in Megan Fee. Yeah. Das kann ja dann was werden. Treffen dann bald auf Ovan.
Speichern erfolgreich. Ja, das tut mir aber leid, dass ich dich hier dich dran erinnert habe. So, da haben wir's. Tut mir sehr leid. Also, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich als Nachfolgeprojekt erstmal machen soll. Hier nach. Yep, eine Säule. Säule. Und nochmal Zelda will ich wirklich vermeiden. Wir hatten das so oft in letzter Zeit. Da muss auch mal was anderes kommen. 5 Säulengrad in Schwingung. At long last, I'll get to fight Ovan. I mean, Tri-Edge. I'd better start making preparations for the battle. Alles in Ordnung. Für den Kampf. Nö, brauchst sie ja nicht. Chaos. Ich finde, dieser Ort sieht... Jetzt, wo wir gerade über Ocarina of Time reden, der Ort erinnert mich irgendwie von Aussehen an den Waldtempel, oder? Da kommt mir das nur so vor. Die Musik, die ist so gut. Da gibt's nichts, okay. Oh, das Licht sieht so gut aus. Come to think of it, everything may have begun spinning out of control from this place. Don't you think so, Haseo? But there is no going back now. After all, the entire life I've given to the world was all for this day. You were the one who PK'd Shino? Yes. Furthermore, I am also the one who drew in Sakaki and the one who gave him Ida. But why? Why would you do that? For you, Haseo. Me? To make you grow up strong. Just for something like that? You... Something like this? That's not it, Haseo. Everything was part of a necessary process. Thanks to you, Shino, and Alcade, and... Adelie! You'll pay for this. You will. Hey! Here goes. So. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Kampf Begleiter habe. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Und anscheinend können wir ihn einschlafen lassen. This is the true Tri-Edge you've been searching for.
Haseo, only you. Es hat kaum Schaden gemacht. Okay, diese Kugeln, die können ihn unter Umständen auch heilen. Deshalb sollte man zusehen, dass man diese schnell wegbekommt. Die können auch noch andere Sachen machen. He's controlling Ida? Controlling? No. Let's just say we understand each other. Ida and I are dangerous friends. And so... Now, Haseo. Become strong. Surpass your limits! And then... Kill me! Come the Reaper! Corbinik! An avatar? You... You're an epitaph user? All right. Come on. Come on. I'm right here! Sky! Corbinik. Und er ist ebenfalls ein Epitaph-User. Hör Dinge zu machen, die... Hör auf, Dinge zu machen, die ich gerne mache. Zum Beispiel das da und das da und das da und das da. Weich mir nicht aus, du hässliches Vieh. Aber wenigstens greift er dann nicht in der Zeit an. Das ist der einzige Vorteil, den wir da haben. Wir Gotten mehr und so. Chaos, wie weit bist du denn momentan? Du kannst ja sagen, welche Tempel du schon hinter dir hast. Damit ich ein ungefähres Bild habe. Ups, shit. Das hat schon nicht schlecht Schaden gemacht, aber es hätte schwerer ausgehen können. Oder schlimmer. Ich weiß zwar nicht, warum du das privat sagen willst. Du kannst ja einfach sagen, dass du gerade zum Beispiel in Jabu Jabus Bauch warst zuletzt. Aber wenn du möchtest, meinetwegen. Hui. Nein, tun wir nicht. Ach, jetzt kommen wieder diese Quallenviecher. Drei auf einmal, zwei auf einmal, sehr gut. Autsch. Und BAMS! So, Corbinik ist nicht ganz so schwer. Hui. Nein, ich brenn's mir nicht in meine Netzhaut. Nein, den einen hättest du jetzt auch noch abwarten können. So, ungefähr. Und ich denke mal, jetzt kann ich es auch verraten. Die Triad, den wir vorher gejagt haben, dessen Name ist eigentlich The Pursuer und... Er hatte ganz am Anfang eigentlich nur vor, in der Kirche Ovan zu Data drainen, hat aber allerdings versehentlich Haseo damit getroffen und ihn auf Level 1 zurückgebracht. Wenn man sich diese Cutscene nicht nochmal ansieht, kann man ganz am Ende, kurz bevor Haseo ohnmächtig wird, Ovan in der Tür stehen sehen. Als Schatten. Ne?
So, die beiden. Und... ja, so bringt das nichts, okay. Muss ich das so machen? Ja, das sehe ich. Discord ist gerade aufgeblinkt. So. Eventuell kriegt Korbenik noch mal einen Data Drain raus. Nein, will ich nicht. Ganz zu vergessen. Boah, er wollte gerade die Data Drain machen. Das habe ich noch nie hingekriegt, einen Data Drain abzuwehren. Also auf die Art und Weise abzuwehren. Shit. Shit. Da werde ich wohl zu dir hin müssen. Boah, Doppeltreffer. Doppeltreffer, Doppeltreffer. This isn't the death I've been wishing for. It was too soon, after all. After chasing down Tri-Edge for all this time. Congratulations, Haseo. Yara! You don't seem thrilled. Even after having your dearest wish granted. Dearest wish? This? Is it not? The truth you sought so long after is now firmly within your hands. The truth, huh? Do you think that Shino and Alcade, and the Lost Ones, were able to return to the real world? All you have done thus far is manage to PK Tri-Edge. You have merely caught a tiny glimpse of Tri-Edge's truth. Did you really think that would be enough to save the girls? Now you understand. Just because you've PK'd your nemesis, it doesn't mean that what you lost will return. Even if you gain fragmentary truth, it will only serve as mere information. If you do not guess at the entirety, it will be impossible to rescue the Lost Ones. That is why we must find out precisely what Ida is and how it works. In order to finally know all the facts, the truth of what has happened in this world. My fight is over. But then, what's really changed since I began? In the end, I wasn't able to save anyone. I'm tired. Shino, I'm done. For now, I just want to go back to the real world and rest. Und somit haben wir dann auch Volume 2 abgeschlossen. I don't recall inviting guests to visit.
Tayaku wurde von irgendetwas angegriffen. Doch was das ist, erfahren wir erst beim nächsten Mal in der nächsten Volume. Oh yeah. Atelier an Haseo. Wie geht's dir, Haseo? Hast du verdaut, was in letzter Zeit alles geschah? Bei mir ist alles okay, glaube ich zumindest. In letzter Zeit habe ich oft das Gefühl, als hätten wir uns gestern erst kennengelernt. Vielleicht liegt das daran, dass seither so viel passiert ist. Die Tage sind nur so vorbeigerauscht. Für dich ist auch viel passiert, ich weiß. Shino und Alcade und das Ovan. Tatsächlich Dreieckschwa. Für mich ist es fast so, als wäre viel zu viel auf einmal passiert, um das alles richtig zu begreifen. Aber das ist nicht gut, deshalb muss ich stärker werden. Und ich habe eine Bitte an dich. Ich würde gern mit dir reden. Ich würde gern darüber reden, was alles passiert ist, was noch passieren wird und was im Moment passiert. Ich kann vielleicht nicht gut zum Ausdruck bringen, was ich sagen will. Vielleicht mache ich noch einmal einen dummen Fehler. Und doch würde ich gern mit dir reden. Denn ich glaube, jetzt kann ich offener zu dir sein als zuvor. Ich hoffe also, dass wir uns treffen können, um miteinander zu reden. Nur wir beide. Ich warte an der verborgenen, verbotenen Waldstätte auf dich. Adelie. She must be feeling pretty insecure without Sakaki. Delta hidden forbidden holy ground. The Hulgrons Cathedral. Alright. I'll go. So, in diesem Part werden wir da jetzt noch hingehen. Und dann wird eventuell nur noch Zeug geben, was ich so privat wahrscheinlich machen würde. Wie irgendwelche Quests erfüllen. Das würde ich dann halt aber so wieder unkommentiert aufnehmen und dann diesen Part hier dranhängen. Je nachdem, was es jetzt alles noch ist. Oder einen neuen Part. Ne, ich würde wahrscheinlich eher einen neuen Part draus machen. Parat. Ja, ich mache auch ein Parat aus dir. Ein Apparat. Verstehst du? So, ab nach Hulgrons Kathedrale. Thanks for coming. I appreciate it. What's wrong? Did something happen? Am I not allowed to see you without a reason? Come on. That's not what I mean. I see there's a tri-edge sign here, too. This is the place where Shino was PK'd by Ovan. This sign formed here. And then she fell into a coma. After fighting Ovan, I went to see Shino in the hospital. But she was no better than she was before. Haseo. Haseo, I want to say... What's wrong?
Okay. Become stronger, Haseo. Strong enough to destroy me. Und auf einmal war Owan da. Okay, jetzt haben wir. Jetzt ist es wirklich. Once there used to be a goddess statue here. A goddess that exists in the world. The final episode. Well now, shall you and I play a game? Haseo? Let us judge Haseo. Is he innocent? Or is he guilty? The very first moment you and I met. There's no more time. Become strong? What is it you want? The last resort. No. I guess this was the only resort right from the start. Hold on. Is this it? Is this what you wanted the whole time? I know. Einfach wie er der Wund wird. Ach. I won't go back. Macht Pause, wenn ihr das lesen wollt. All we can do is not run away. An extension that surpasses the system parameters? This is the X form. We, the players, make this world what it is. Joy. After all, Haseo's the leader. Sadness. You resemble me. Love. What does a honeysuckle represent? Hate. I'll destroy that Haseo bastard. I want to do my best. Despair. Can you see the path? All the feelings I've carved deep into the world are going into this one attack! Ovan! I won't run! And I will finish this once and for all! In Erinnerung schwelgen. So, das Spiel speichern wir mal hier ab. Speichern erfolgreich. Wunderbar. So, jetzt checken wir nochmal die E-Mails. Uchiha Mada. Herzlichen Glückwunsch zum Durchspielen. Yay. Ist eigentlich dasselbe wie beim letzten Mal. Besondere Wörter. Mondschein. Doppelgänger tauchen jederzeit im Feld auf. Mit Ausnahme von Gebieten und... Uiuiui, ein Gegenstand hört sich bei einem Monster im Gebiet. Ja, du hast 25 mehr GS. Mondschein ist halt sehr wichtig. Na gut, dann werde ich jetzt den Spielstand für Volume 3 vorbereiten, beziehungsweise das werde ich dann fürs nächste Mal machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal Volume 3 anfangen. Das nächste Video wird wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie hoch die Partzahl jetzt ist, aber das wird dann wahrscheinlich 1,5 Part wieder, wo man nochmal sieht, was ich so off-cam gemacht habe, falls es Quests gibt oder den Doppelgänger, dass wir Waffen und so weiter bekommen. Na gut. Dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Dotac G Last Recode. Bis zum nächsten Mal. Ciao.